Freunde, da sind wir wieder. Und Gothic hat ganz kurz sonderbarer Stein. Okay, da ist ein sonderbarer Stein. Hier ist eine sonderbare Plattform. Wenn ich hier draufstehe, passiert nichts. Ja, wir haben wieder drei von diesen Schaltersteinen, von diesen Drehsteinen. Da ist ein Heiltrank, den hätte ich ganz gerne. Und ich wette, wenn wir diese Schalter aktivieren und hier so ein böses Zeichen ist, spawnen hier bestimmt Gegner. Und hier ist definitiv kein Hinweis. In welcher Reihenfolge die Schalter gemacht werden sollen. Okay, den darf ich schon mal nicht machen. Oder ich muss ihn von vorne machen. Ah. Ich hör's schon. Guck dir das an. Ein niederer der... Wow! Bist du mir gerade... Nee, kann nicht sein. Glaube ich nicht. Okay. Das war auf jeden Fall der. Machen wir mal den nächsten. Nummer 2. Auch keinen Schaden gekriegt. Dann machen wir jetzt Nummer 3. Oh. Aha. Hallo, junger Freund. Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Stinkender Moderteppich! 8000 Erfahrungspunkte für Varak-Karzok. Lichtbringer. Dies war das Schwert des untoten Ork-Priesters Varak-Karzok. Die Waffe ist im Laufe der Jahre unbrauchbar geworden. Vielleicht ist das Schwert noch auf andere Art und Weise nützlich. Nehmen wir mit. Kugelblitz nehmen wir mit. Und Schabernack. Mensch, die Waffe heißt Schabernack. Hat sich aber jemand was ausgedacht. Und wir können hier das Schwert reinstecken. Und jetzt ist das wieder offen. Perfekt. Schön. Schön, schön. Mal gucken, was steht in so einem Tagebuch. Varak-Karzok, ein weiterer der 5 Ork-Schamanen, wird nun seine erbärmliche Existenz mir zu Füßen beenden. Das ist ja komisch geschrieben. Okay. Wir haben also nicht den ersten der Schamanen besiegt, weil wir jetzt nämlich ein weiterer Schamane gelesen haben, wo wir noch gar nicht wussten, dass es mehrere Schamanen gibt. Strange. Okay, ich glaube, hier haben wir alles gekillt. Hier können wir so lang laufen, ohne dass wir nochmal Licht machen müssen. Sehr gut. Also, wir müssen 5 Schamanen töten. Und einen haben wir. Perfekt. So, hier sind die Tore auch offen. Ich würde sagen, noch mal ein bisschen Seraphis, wa? Wir haben ja genug. So, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, da hinten kommen noch mehr. Diese Skelette, ne? Wie die Wiesel. Ah, schaffen wir aber noch. Jetzt dürfen wir aber direkt wieder uns heilen. Ich habe keinen Bock so viel Seraphis. Wollen wir geröstetes, gebratenes Fleisch essen?
Das hat einen Punkt mehr, ey. Ihr seht, so oft wie wir hier uns heilen müssen. Oh, ich sehe da hinten, da ist bestimmt nochmal so ein Magier. Wie gesagt, also der hatte auf jeden Fall Eis, Blitze und Totenbeschwören im Inventar. Der wird bestimmt nicht Nahkampfangriffe machen. Der wird bestimmt Skelette beschwören. Und daher heißt die Devise speichern. Nochmal einen Schluck Kaffee trinken. Ah, sehr angenehm. Und jetzt brauche ich einen Geschwindigkeitstrank. Und ran an den Feind. Ich lass dich gar nicht erst zaubern. Schöner Level Up. Level 28 sind wir jetzt mit 30 Lernpunkten und 421. Wieder 5-mal Skelette beschwören. Irre. Gut, okay. Ich würde sagen, wir laufen erstmal hier rechts lang. Hier sehen wir erstmal... Achso, okay, hier sind wir hochgekommen. Ist in Ordnung. Okay, hier ist so ein Jump'n'Run scheinbar. Da hätte ich ja mal gar keinen Bock drauf. Oh, ich höre auch schon wieder Minecrawler. Gut. Dann gehen wir hier lang. Das sieht mir auch fast aus wie ein Eingang zu so einem Priestergrab, sag ich mal. Ist auf jeden Fall eine Tempelwache drin. So, mein Kumpel. Komm ran. Ich hab was für dich. Ja, der macht auf jeden Fall gut Schaden. Leider. So, hier sind zwei Stück. Da sind komische Zeichnungen an der Wand. Okay. Da hinten ist noch eine Nische. Ich werde mal auf 8 war, auf 7 war Licht. Licht beschwören. Hier noch mal in die Ecke gehen. Hier Schmetterschlag schien noch meine Axt zu sein, aber gut, die wird wahrscheinlich nicht besser sein als meine, glaube ich nicht. Tja, dunkel war es, der Mond schien helle, oder hell war es, der Mond schien dunkel. Okay. Ach, hör auf! Ach scheiße, deswegen ist der hier gestorben. Weil ich mich jetzt hier gerettet habe. Oh was, ne, du gehst doch weiter runter? Doch nicht? Da haben wir jetzt was aufgemacht. Da scheinbar auch. Der kommt schon wieder runter, ne? Oder nicht? Nee. Nur das Geräusch bleibt. Na gut. Gut. Nächstes Rätsel gelöst. Nur wo? Da hinten ist wahrscheinlich... Da ist das Tor aufgegangen. Und hier oben konnte man jetzt scheinbar auch lang. Die Frage ist nur, ob das gut geht. Okay. Da komme ich noch so hoch. Und da kann ich so springen. Cool. Das hat ja geklappt. So. Was möchte... mir dieses Bild hier sagen. Achtung, da sind Stacheln unten und hier steht... Wow, wo kommt der her?
Der war gerade noch nicht da. Da steht, man muss mit einem Bogen auf ein Ziel schießen. Da muss man mit einem Bogen auf so ein Ziel schießen, damit nicht die Stacheln hochkommen. Er hat einen Pfeil, gut. Sterblicher, deine Reise endet hier bei mir. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Blitzte mich einfach an. Zeitenklinge, dies war das Schwert des untoten Ork-Priesters Varrak Unhilgt. Die Waffe ist im Laufe der Jahre unbrauchbar geworden, vielleicht dient sie noch auf eine andere Art und Weise. Und hier auch wieder Schabernack. Okay. Aber das mit den Stacheln beunruhigt mich jetzt noch ein bisschen, um ehrlich zu sein. Ganz toll sogar. Da hinten ist das Ziel, ich sehe es. Das war vielleicht doch keine gute Idee. Ah, ich verstehe. Da unten sind die Stacheln. Ist doch eine Beschwörungsplattform. Da unten sind definitiv Stacheln. Oder nicht mehr? Nee, die sind runtergefahren. Also kann ich jetzt runterspringen? Zornstahl, hallo. Hier ist ein Grab. Und okay, was habe ich mir jetzt genommen? Nix. Ah, ich verstehe. Das war ein Schalter. Und jetzt gehe ich daran wieder hoch, während ich springe. Fupp, nochmal schön. Ach, das. Die Beschwörungsplattform war wahrscheinlich für den Schaman. Okay, das war Nummer 2. Wollen wir noch uns mal eben schnell den Text durchlesen. Varrak Unhilgt, einer der 5 Ork-Schamanen des Schläfers, steht vor mir. Nur einer von uns wird diese Kammer verlassen. Ich, in dem Fall. Gut, das war Nummer 2. Nicht schlecht. Und hier kommt man, doch hier kommt man weiter. Mal gucken. Oh, bevor ich dir aufs Maul haue, gibt's nochmal eine Trankeinheit. Und eine Fleischeinheit. Und eine Speichereinheit. Und jetzt hau ich dir aufs Maul. Komm ran. Tut nicht weh. Nächster bitte. Hallo du. Naja. Fast perfekt. So, wo sind wir denn hier? Okay, ist ziemlich groß hier. Aber das ist ja auch nur so ein Nebengang gewesen. Ich bin unschlüssig. Da ist mein Crawler. Okay.
Wir hauen das mal in Minecrawler um. Safety first. Gucken wir, ich vermute, wir kommen da raus, wo wir einen großen Saal vorher waren. Einmal die 7, einmal mit Licht, bitte. Da ist nämlich ein heruntergefahrenes Gitter. Das lässt darauf schließen, dass das quasi genau. Mensch, das kennen wir hier doch. Ich wette, wenn ich hier oben lang gehe, komme ich im selben Saal wieder raus. Das wäre richtig Surprise. Oh ne, da ist noch ein Orkschamane. Okay, nächste Safe. Sterblicher, du wagst es, meine Ruhe zu stören? Bereite dich auf das Ende vor. Fragt sich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. Nein, 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 du sollst sterben! Das war aber knapp. Weltenspalter. Selber Text. Pyrokinese. Was ein Badass-Zauber. Aha, Grachtnack. Noch eine schöne Spruchrolle. Irgendwas flüstert mich doch hier an. Oh, da oben fliegen Tränke. Das ist schön. Hallo, die hätte ich gerne. Okay, cool. Machen wir nochmal, ja? Ich mich jetzt hier verheddert? Nee. Will diese Tränke haben. Da unten liegt auch noch ein Trank. Ich komme da nicht dran. Ich will zumindest den gelben haben. Das ist bestimmt so ein Special-Trank. Nehmen wir halt die Telekinese. Aber nur für den gelben. Noch drei Telekinese, mal gucken, ob ich das hinkriege. Ist das der gelbe? Ja, perfekt. Genau, den hätte ich gerne. Danke. Mal gucken. Das ist unser Trink der Geschicklichkeit. Das war so ein gelber. Tank der Stärke, Stärkebonus. Irre. Genau das, was ich brauche. 163. Bam, Junge. Der da unten könnte maximales Mana sein, tatsächlich. Ne? Aber ich krieg den nicht anvisiert. Bitter. Wirklich bitter. Hier ist nix. Okay. Hier ist ja nichts. Die Frage ist, wie kommen wir hier jetzt raus? Ah, sonderbarer Stein. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Hier ist zumindest. Dann nehme ich den Trank mit. Es war eine gute Entscheidung, sich um den Trank zu kümmern mit Telekinese. Es ist auf jeden Fall, hat sich gelohnt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt... wir haben jetzt 3, ne? 3 von 5. Haben wir nicht mehr so viele.
Na, das hat ja gut geklappt. Mal drauf springen. Da sind Minecrawler, die ist zu. Das ist nur ein Stein. Und das da scheint böse zu sein. Ja, das sind ganz viele Stacheln. Und hier steht auch wieder, schieß auf ein Ziel. So. Hier sind wie gesagt ein paar Minecrawler drin. Und neben den Minecrawlern ist da... Ist das ein Templer? Der nicht von den Minecrawlern angegriffen wird? Ich bin nicht unüberrascht. Kümmern wir uns erstmal um das hier. So, hier brauchen wir sicherlich wieder unsere Armbrust. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinschießen sollen. Bitte, sobald wir zu nah rangehen, aktivieren sich die Stacheln. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo wir hinschießen sollen. Das markiert sich auch nichts. Ah, da hier sollen wir hinschießen. Huch! Na, das habe ich ja schlau gemacht. Wenn ich jetzt... Yep. Aber es hat sich ein kompletter Mechanismus aktiviert. Also darf ich einfach nicht... Also muss ich wahrscheinlich hier in der Ecke stehen oder so. Von hier den hier anschießen. So, dann geht der runter und ich bin safe. Dann gehen gleich die Stacheln hoch. Zack. Das schiebt sich jetzt runter. Interessant. Alter, wenn ich jetzt unser Held wäre, ne? Ich hätte so richtig keinen Bock. Oder ich muss in der kurzen Zeit hier rüber. Das ginge auch. Theoretisch. Ich hätte, glaube ich, keine Eier, hier rüber zu laufen, ne? Die könnten ja in jedem Moment wieder hochknallen. Ach, zum Glück sehe ich gar nichts hier hinter. Gar nichts. Ich mache hier mal noch einen Save. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Weil das waren bestimmt schon wieder 20 Minuten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.